Es läuft. Ich begrüße heute Solveig Hoffmann. Für alle, die sich immer fragen, bei wem trainiert denn eigentlich die Melanie? Voila! Und ich habe von Solveig den wichtigsten Baustein der Cantenica-Methode gelernt, den Silberbaustein, wo es um Rücken geht. Und bin ein großer Fan. Auch von dem Buch, das halte ich jetzt hier mal kurz in die Kamera rein. Und das Buch heißt Aufrichtig, Aufrecht. Schon allein der Titel ist großartig, aber das Buch ist auch großartig. Also die Hintergründe der Cantenica-Methode in Buchform kann ich nur empfehlen. Das ist das richtige Buch. Und die Solveig arbeitet in Teneriffa auf den Kanaren im Eridanos-Zentrum. Möchtest du vielleicht, bevor ich kurz sage, wer ich bin, noch erklären, was du da eigentlich machst in Teneriffa, in dem Eridanos-Zentrum? Ja, gerne, liebe Melanie. Schön, dich zu sehen. Wir haben hier ein Zentrum für Salutogenese. Das ist ja ein Begriff, der ziemlich aufgelebt ist. Und ehrlich gesagt, habe ich ihn lange gar nicht so richtig verstanden. Und richtig verstanden habe ich ihn erst, als wir es hier angefangen haben. Dass wir eben gar nicht so auf Therapie zielen. Also was stinkt nicht, was muss gerichtet werden, was muss behandelt werden, sondern eigentlich eher versuchen, wo sind die Ressourcen eines Menschen, wo ist er vielleicht besonders stark, und das zu aktivieren und dann sozusagen das andere von alleine eingliedern zu lassen. Also wir haben hier ein Zentrum, da kann man buchen, eine Kur oder einfach kommen und eben Privatstunden nehmen. Die meisten Leute bleiben 2, 3, 4 Wochen hier. Ja, und was also ich war ja auch dort und ich muss einfach mal sagen, es ist eine der zauberhaftesten Oasen, die ich in meinem Leben bewohnen durfte. Ja. Also ein Platz, den kann ich auch nur von Herzen empfehlen, den mal zu besuchen. Es wohnt sich dort königlich. Naturnah, individuell und trotzdem in Gemeinschaft, sage ich immer. Genau, so kleine Häuschen, also ganz, ganz zauberhaft. Ja. Also ich sage noch mal ganz kurz, wer ich bin. Ich bin Melanie Tressel, ich bin Cantenica-Trainerin und Geburtsvorbereiterin und arbeite sehr intensiv mit Müttern auch nach der Geburt. Und ich habe die Solveig heute um ein Interview gebeten, in dem es um zwei Fragen geht, die mich wirklich mit meinen Müttern sehr umtreiben. Das erste ist der Beckenstand, wie der zusammenhängt mit der Rektusdiastase, wo ja viele Frauen diesen Spalt zwischen den Bauchmuskeln, die Bauchmuskeln dehnen sich aus bei der Schwangerschaft und dann sollen sie sich eigentlich wieder in die natürliche Form zurückbilden und da bleibt dann oft ein Spalt. Und darüber möchte ich plaudern. Und ich möchte auch gerne über ein Thema plaudern, über das sonst niemand redet und man im Internet auch einfach immer nur Quatsch darüber liest, finde ich. Und das ist das vaginale Pupsen, was auch viele Mütter nach der Geburt einfach, die haben das und wissen nicht, woher das kommt. Es ist peinlich, wenn es beim Sport dann plötzlich dann da losknattert oder auch nachts plötzlich, weil das hört sich auch genauso an wie ein Pups. Es ist aber halt einfach Luft, die aus der Vagina entweicht. Und über diese beiden Themen würde ich einfach gerne heute plaudern mit Solveig, weil sie so wahnsinnig viel weiß über den Körper. Und du hast ja früher auch als Gynäkologin gearbeitet. Habe ich das mir richtig gemerkt? Das hast du dir richtig gemerkt, ja. Ich sag mal, in der vorletzten Inkarnation war ich Gynäkologin in Deutschland. Okay. Ja. Also, fangen wir noch mit dem zweiten Thema an, weil ich da gerade schon so drüber begeistert angefangen habe zu reden. Also Luft saugt sich in die Vagina ein und kommt dann recht lautstark wieder raus. Ja. Warum zieht die Vagina überhaupt Luft rein? Also das tut sie ja nicht nur beim Sex tut sie das definitiv, aber es gibt auch vaginales Pupsen, ohne dass die Frau vorher Geschlechtsverkehr hatte. Wieso macht die das, die Vagina? Ja, das ist eigentlich, ich finde es lustig, weil du hast mit der Rektusdiastase angefangen und ich sage ja immer, also ich glaube ja nicht, dass es eine Beckenbodenschwäche
gibt, sondern eine Beckenboden-Diastase. Aha. Ja. Das also, dass der sich auch auseinanderzieht und dann nicht wieder richtig schließt, meinst genau. du? Ja. Weil wenn der sich schließt, dann ist sozusagen, dann liegen die Scheidenwände geschmiegt aneinander und dann, die Scheide saugt ja keine Luft. Aber wenn eben in der Scheide ein Unterdruck herrscht und eben die Wände nicht gut aneinander liegen, dann tritt Luft ein. Und wenn dann eben der Unterdruck weggeht oder eben sogar Überdruck passiert, zum Beispiel beim Sport, eben auch wieder, wenn ich den Beckenboden nicht richtig gut mit aktiviere, dann kommt die Luft wieder raus. Einfach ein physikalisches Phänomen. Es ist überhaupt keine Schande. Es ist auch nichts Unhygienisches oder irgendwas. Es ist einfach nur ein Phänomen, worunter ich muss zugeben, ich habe es gar nicht, ich meine, ich hatte eine ziemlich große Praxis in Deutschland. Ich habe es eigentlich gar nicht so oft gehört von meinen Leuten. Das ist auch interessant. Mir haben sie es gar nicht. Ich höre es beim Yoga oft. Ja, ja, ja. Mehr bei jungen Frauen oder? Ja, bei den Müttern. Also ich mache ja ganz viel Rückbildung. Ja. Im Moment leider nur online, aber ja. Da ist das in den Kursen früher, als wir noch präsent unterrichtet haben, tatsächlich auch öfter mal passiert. Ja. Ja. Und natürlich lachen wir dann darüber, ist ja auch, also ist ja eigentlich auch normal. Ja. Aber es gibt halt auch Situationen, wo den Frauen das unglaublich peinlich ist. Ja, also der Beckenboden, also der Levator ani, ist eigentlich so wie der Musculus rectus abdomini, der Bauchmuskel, zweigeteilt, sage ich jetzt mal. Da ist natürlich, da sind noch viele kleine differenzierte Muskelchen dabei, aber er hat in der Mitte eben die Fähigkeit, sich zu öffnen und wieder zu schließen. So. Und das ist natürlich für eine schwangere Frau oder eben vor allen Dingen für die Geburt eine super Einrichtung, weil sonst wird es einfach nicht gehen. Also gut, dann öffnet sich der Beckenboden und eben, das ist schon interessant, dass du sagst, es ist dir mehr bei den Rückbildungsfrauen, sage ich jetzt mal, passiert. Weil die natürlich auch gerade eben das gehabt haben, die hatten gerade ihren Beckenboden wirklich geöffnet und schon auch in der Schwangerschaft, ich versuche jetzt mal, ob man mich sieht, mich hinzustellen. Warte mal. Eben, dass wenn das Becken kippt, so, ne, dann, das ist ja in der Schwangerschaft häufig, dass dann irgendwie durch das Gewicht des Beckens sich so ein bisschen kippt, dann passiert eben auch, dass die Bauchmuskeln das nicht mehr gut halten können und auseinanderweichen, aber eben auch der Beckenboden. Also das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, die du da sagst, weil diese gekippte Beckenstellung, die du gerade vorgemacht hast, habe ich ganz oft auch noch in den Rückbildungskursen, dass die Frauen sich das so angewöhnt haben, dass die da immer noch so stehen. Ja, ja. Und dann kriegen sie von ihrem Gynäkologen gesagt oder vom Physiotherapeuten gesagt, na dann zieh doch mal einfach dein Schambein Richtung Nabel und kipp dein Becken zurück. Was machen sie dann? Dann spannen sie den Hintern an, den kneifen sie sich dann so richtig rein und da ist dann das nächste Problem, das macht dann Rückenschmerzen. Ja. Und das ist ja was, wo wir jetzt mit dem Training, ne, du nennst es Körperstruktur, ich nenne es Körperglück, wo wir mit dem Training genau an dieser Beckenstellung arbeiten. Also ich zeige es jetzt auch nochmal kurz, dass wir halt nicht kippen, aber auch das Gegenteil machen, also hier reinziehen und da hochziehen, was leider viele Frauen dann als Antwort machen. Das ist dann Allopathie. Ich kippe jetzt mal andersrum und dann spannen sie wieder alles an. Allopathie, sage ich dann. Aber das kriegen die auch gesagt. Ja, ja, also, ich weiß. Das hat aber mein Physio gesagt, kommt dann immer. Und ich so, kannst du das dann trotzdem bitte in die Tonne kloppen? Also das Becken muss aufrecht sein, weder nach hinten noch nach vorne gekippt. Und es muss auch, nach der Geburt ist man halt erstmal irritiert. Das ist ja auch verständlich. Und dann braucht man ja auch jemanden so wie dich, der einem dann hilft, da wieder seinen Körper zurecht zu durchdringen. Was wollte ich sagen? Aber man muss auch das Becken nicht festhalten, das sage ich den Leuten immer. Weil man kann auch das aufrechte Becken an vielen Stellen festhalten. Und das einfach, das ist schon auch dann psychologisch manchmal nicht ganz einfach da, das zum Vertrauen, dass man das nicht muss. Verstehst du, was ich meine?
Psychologisch finde ich ja auch, dass Frauen, die jetzt nach der Geburt entweder dieses vaginale Pupsen haben oder Inkontinenz, ja, die haben ja immer das Gefühl, ich muss alles reinziehen und festmachen und festhalten und festhalten, weil wenn ich das loslasse, dann, oh, Katastrophe. Ja, ja. Und das rauszukriegen, ja, habe ich übrigens bei dir im Training erst richtig kapiert. Da muss ich jetzt an der Stelle auch nochmal meine Dankbarkeit aussprechen, weil dieses Kniekehl nach vorne, Leisten nach hinten im Sitzen zum Beispiel. Ja. Da habe ich es zum ersten Mal wirklich kapiert, dass nicht, also für meinen Verstand auch, weil Kniekehl und Leisten weg voneinander, hat mein Beckenboden so deutlich aufgespannt. Ja. Und das heißt ja, im Gegensatz zu Kegelübungen, Fahrstuhlübungen, ja, eng und fest, ja, ich ziehe ja etwas auseinander, weg voneinander und dadurch spannt es sich auf. Ja. Und im Gegensatz dazu, weil wenn die Frauen jetzt beigebracht bekommen, mach die Vagina fest und eng, zieh den Fahrstuhl nach oben, ja, Umkehrschluss, dann lassen die den gar nicht mehr los. Sind ja die ganze Zeit in dieser Überspannung. Und das verkrampft natürlich den ganzen Unterleib, ja, nützt weder der Blase noch irgendwem. Ja. Und dieses stabil machen, dieses sich aufspannen, ja, und dann einen tragenden Beckenboden spüren, das ist ja auch das, was dann hilft. Also dann wird ja tatsächlich auch das vaginale Pupsen weniger. Ja. Ja. Und ja, auch Direktusdiastase, wenn wir uns jetzt aus der Beckenkippung in die neutrale, gesunde Stellung holen, ja, kann sich überhaupt erst Direktusdiastase schließen. Genau. Du hast jetzt das Psychologische angesprochen. Ja. Also, wenn wir jetzt in dem Festhaltemodus drin sind, mhm, und Angst haben, Urin zu verlieren, ja, wie holst du dann am besten die Frau aus dieser Angst raus? Hast du da noch einen Tipp für uns? Ja, es ist natürlich dann auch wieder jeder anders. Trotzdem, das habe ich auch durch Kantinika erst so begriffen, dass der aktive Beckenboden ein Ganzkörperproblem ist. Es ist nicht ein lokales Thema. Also dieses, das ist dann eben Therapie, sage ich mal, oder Allopathie, wenn ich mich dann lokal zumache, dann hält es eine Weile und dann hält eben gar nichts mehr. Das ist ja wieder nur Kontraktion. Und ich versuche halt von Anfang an meinen Leuten zu sagen, wir gehen jetzt in die Extension. Ich sage dann auch immer, ich mache Bewegung im Extensionsmodus. Und ich rede eigentlich auch inzwischen gar nicht mehr so gern vom Beckenboden, sondern vom Beckengewölbe. Ah ja, stimmt, das habe ich bei dir auch gelernt. Also mal, dass du es dir wirklich auch so vorstellst. Also ich stelle mir das vor, warte mal, ich bin jetzt nicht gerade professionell gekleidet, von den beiden Rollbügeln am Bein ein flaches Gewölbe nach da. Mhm. Das trägt dann auch das, und damit trage ich das Becken. Nicht mit dem Boden, der hier fest zusammengezogen ist. Oder hier. Schönes Bild, mag ich sehr. Macht auch Leichtigkeit. Also mir geht es ganz arg um die Leichtigkeit. Und ich mache dann auch, dann sage ich den Leuten, stelle ich mich doch mal hin, Entschuldigung. Dann sage ich, nimm mal die Hand vor dein Schambein. Erst natürlich möglichst aufgespannt stehen und dann aktivier mal deine Handgewölbe. Und fast immer geht sofort das Beckengewölbe auch hoch. Ah, nice. Weil alle Gewölbe im Körper einfach miteinander kommunizieren. Und dann bringe ich die Leute auch aus diesem raus, diesem verkrampften Da-Denken, sondern dass eben der ganze Körper, und wenn der Körper aufgespannt ist, ist der Vibrator aktiv. Ich habe ja auch festgestellt, dass sowohl für den Beckenboden als auch für die Beckenstellung, die Rippen, ja, eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen, weil wenn wir das Becken nämlich kippen, jetzt stehe ich wieder auf, wenn wir da hinkippen, schieben, ja, wir da die Rippen raus. Genau, ja, ja. Und dann kann sich Direktusdiastase gar nicht schließen, ja, die Rippen da rausschieben. Ja.
Und für alle Frauen sei mal auch an der Stelle gesagt, ich trainiere ja selber schon sehr lange mit der Methode und jede Kantenika-Trainerin, zu der ich hingehe, die sagt als erstes, deine Rippen müssen rein. Immer noch. Das heißt, damit will ich sagen, solche Themen sind auch Langzeitthemen, wo wir wirklich immer wieder schauen müssen, das ist ein Muster, wenn ich nicht achtsam bin, ist es wieder da. Ja. Und ich brauche dann jemanden, also auch ich als Trainerin brauche jemanden, der ab und zu mal drauf guckt. Ja. Wenn ich mich nicht um meine Körperthemen kümmere, sondern wieder nur mit den anderen Körpern beschäftigt bin, dann ist es, ja, dann geht auch bei mir wieder was schief. Deswegen komme ich ja auch so gerne zu dir. Ja. Und ich finde halt auch, was du vorhin gesagt hast, jeder Körper ist anders. Ich möchte hier an der Stelle auch gerne noch mal so ein kleines Plädoyer für Einzeltraining halten. Wir gehen immer alle so gerne in die Kurse, auch jetzt, wo es, also in Deutschland ist es nur online erlaubt, die Leute kommen in meine Kurse und das ist auch alles ganz toll. Aber um sich aus einem Körpermuster wirklich rauszuarbeiten, brauche ich jemanden, der mich wirklich sieht, ja, und der mit mir an diesem Thema arbeitet. Ja. Und es ist immer ein Kompromiss, so ein Kurs, auch ein Rückbildungskurs. Weil eine Frau mit Rundrücken braucht eigentlich eine ganz andere, er braucht eine ganz andere Übung als jemand, der so übertrieben im Hohlkreuz da sitzt. Ja. Und trotzdem machen wir natürlich im Kurs immer Übungen, die für alle gut sind. Das ist auch toll. Aber ich finde dieses 1:1 Arbeiten auch wirklich für die Kunden und für den Trainer sehr, sehr befriedigend, weil man da wirklich so präzise sein kann. Ja. Ja. Und das hilft halt noch mal eine Runde mehr. Ja. Kann ich nur unterschreiben oder unterstreichen oder betonen, ja. 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 Mir ist übrigens noch, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, haben wir. Ja. Mir ist erst jetzt vor kurzem richtig klar geworden, dass dabei, also bei dieser Art, was du gerade vorgemacht hast, Rippen vor, Becken gekippt, auch der Psoas eine große Rolle spielt. Und der ist ja schon auch bekannt als Angstmuskel. Ich würde kurz einhaken, weil nicht jeder, der uns zuhört, weiß, wo der Psoas ist. Ja. Also der geht sozusagen vom inneren Trochanter am Innenoberschenkel, ich zeige mal kurz die Stelle, also sieht man jetzt hier nicht so richtig, aber so ganz oben am Innenoberschenkel geht er durch das Becken durch bis zum untersten Brustwirbel. Habe ich das richtig gesagt? Ja, bis zum, eben, er setzt an allen Lendenwirbeln seitlich an und der geht wirklich, also in mir, vor meiner Wirbelsäule von da runter. Und wenn der sich kontrahiert, also weil der hinten ist, dann mache ich so. Mhm. Wir denken, ich habe immer Psoasdehnung ganz arg auf die Leisten bezogen. Inzwischen ist mir klar, ganz arg auch hier. Dann kriegen die Leute Rückenschmerzen, Ischias eingeklemmt und eben Beckenbodenprobleme und Rectusdiastasen. Ich sage das nur, weil ich das vorhin mit dem psychologisch gesagt habe, weil da sitzt schon auch oft Angst. Ja. Also man muss eine Atmosphäre schaffen, wo es sowas wie Scham, also ich meine jetzt mit dem vaginalen Pupsen, das ist einfach egal erstmal, weil erstmal muss ich wieder Vertrauen herstellen, auch ich in mich, und eben diese Aufspannung da aushalten und den Mut haben, die Leisten zu öffnen und dann gar nicht so am Beckenboden rummachen. Der kommt dann. Das ist ein guter Satz. Gar nicht so am Beckenboden rummachen, der kommt dann, den schreibe ich mir gleich auf hier quer drüber. Ja. Du hast gerade gesagt, gar nicht unbedingt so an der Leiste. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich bin ja jetzt auch seit 1999 Yoga-Lehrerin. Mein Gott, 22 Jahre, das kann ich gar nicht glauben. Da machen wir ja praktisch eigentlich immer den Psoas über die Leiste mit diesen Ausfallschritten. Ja. Und so weiter. Ja. Da kommen wir aber nicht an die Dehnung, die jetzt an den Teilen ansetzt, die wirklich an der Wirbelsäule dran sind. Ja. Wie dehnst du mit den Leuten diesen Teil des Psoas? Ja, das muss ich zugeben, dass ich das erst, diesen Fokus darauf noch gar nicht so lang habe. Wird der nicht im Steilhang sowieso auch gedehnt? Oder?
Ja, also ich sage dann halt wirklich ganz speziell, ich lache nur, weil ich schon wieder aufstehe. Also vom Kreuzbein Wir sind halt interaktiv. ich hätte mich anders anziehen sollen. Du bist wunderbar so. Ich kam so aus dem wirklichen Leben. Also wenn hier mein Kreuzbein ist, ja, sieht man das. Sehe ich, ja? Und dann sage ich eben, davon schon den ersten Lendenwirbel nach oben ziehen und den zweiten und den dritten. Also die Lendenwirbelsäule auseinander und weg vom Kreuzbein. Und dann sage ich auch seit Neuestem, die Lendenwirbel breit ziehen. Ah, Weil dann, Kreuzbein breitziehen habe ich von dir schon gelernt. ja. Lendenwirbel breitziehen ist jetzt für mich neu. Das wirst du dann auch bald erleben. Weil dieser Knick, der hier ist zwischen Kreuzbein und Lendenwirbel, der ist ja auch Bandscheibengeschichte Nummer 1. Ne? Bandscheibenvorfall L5-S1 ist eine der häufigsten. Ja, weil es hier alles gequetscht ist. Und wenn ich jetzt hier Länge reintue und wenn ich die ideell auseinanderziehe, die Lendenwirbel zu den Seiten, aktiviere ich einfach diese kleinen Haltemuskeln, die dann die Lendenwirbel auch auf Dauer auseinanderhalten können. Super spannend. Ja. Was ich ja auch sehr liebe, ist die Vorstellung, Ja. dass die Bandscheiben, dadurch, dass die Wirbel voneinander weg wollen, dass die anfangen zu lächeln. Ah ja. Und wenn man sich dann vorstellt, dass jede einzelne Bandscheibe lächelt, da kann man gar nicht anders als mitlächeln. Ja. Und dann kann man auch gar keine Angst haben. Also diese Bilder, die man dann so reinholt in den Körper, dann merkt man schon, ah, jetzt komme ich aus der Verkrampfung raus. Ja. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Körpertrainerin ist zu verführen. Also in das Loslassen hinein zu verführen und dann so dieses, ne, weil wir kennen das Trainieren. Ja? Also ich dachte früher auch immer, Beckenbodentraining muss man absolvieren, ja. Und im Grunde genommen geht es eigentlich darum, eine Freude, eine Leichtigkeit, eine Leichtaufspannung an den richtigen Stellen loslassen. Und wie du vorhin gesagt hast, dann kommt der Beckenboden von selber. Ja. Das ist ein wirklich schönes Bild, das mag ich sehr. Ja. Und das ist dann auch beim vaginalen Pupsen. Wenn es alles aufgespannt ist, dann legen sich die Scheidenwände so aneinander, dass da gar keine Luft durch kann. Also, da glaube ich, dass ich bin der Meinung, dass wir das erste vernünftige Interview zum Thema Vaginalpupsen jetzt hier ins Netz stellen, weil es ist wirklich unglaublich. Ich habe ja ge wirklich geforscht im Vorfeld Ja. und da wird dann wirklich vorgeschlagen, Ja. sich operieren zu lassen. Nee, das ist ja wirklich, es ist so furchtbar. Ja. Also, wenn das Vaginalpupsen stark ist, wird einem vorgeschlagen, im Internet soll man sich doch bitte operieren lassen. Ganz ehrlich, was um alles in der Welt wird denn da operiert? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Das hat, zunähen unten oder was? Das ist wirklich Also, traurig. es Ja. ist wirklich immer wieder sehr spannend. Ja. Und also ich bin wirklich sehr froh, dass es Menschen wie dich und mich gibt, die sich in die Forschung begeben, und das mag ich ja auch so an dir, dass du sagst, ich habe das wieder entdeckt und dann habe ich das wieder entdeckt. Und das ist immer so schön, dir zu folgen, weil ja, du einfach in dieser Lebendigkeit, in diesem Forschergeist immer wieder neue Sachen entdeckst. Und das, so macht das Lernen einfach Spaß. Also ich mag das sehr gerne. Danke, liebe Melanie. Und ich hoffe, wir haben ein paar Leute dazu motiviert, wirklich Trainings zu versuchen, die wirklich auch was helfen. Und das eng und fest, eng und fest, eng und fest in die Tonne zu kloppen. An dieser Stelle würde ich jetzt erstmal meinen großen Dank an dich aussprechen, dass du dir für diese Fragen und das Plaudern Zeit genommen hast. Ja, gerne. Hast du noch ein Schlusswort für uns? Oh je. Ja, ich wünsche eigentlich allen Leichtigkeit, Leichtigkeit. Und dann sage ich auch mal, wenn ich so ein Thema habe, wo ich dann ja auch Komplexe habe, zeigt eure Wunden, dann können die anderen damit gut umgehen und dann ist es auch ein gesellschaftliches Problem.
Ja. Aber wenn ich mich dann geniere und mich noch mehr zusammenklemme und noch mehr festhalte, kann es ja nicht besser werden. Ja. Also mein Schlusswort ist der ventrale Vagus. Wir brauchen uns alle gegenseitig. Genau, ventraler Vagus ist ja auch dein Forschungsthema. Damit wir die Leute damit jetzt nicht im Regen stehen lassen, da hast du ja auch ein bisschen drüber geschrieben, ne? Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht werben. Doch, ich schon. Ich werbe gerne für tolle Sachen. Wir verlinken einfach unter dem YouTube-Video sowohl das Aufrichtig Aufrecht als auch den ventralen Vagus und alle, die Interesse daran haben, sich damit auseinanderzusetzen, finden das dann einfach. Okay. Ja, wobei dieses Büchlein ausläuft. Wir haben eben 600 drucken lassen und wir sind jetzt noch, ich sage es gar nicht, sind nur noch, glaube ich, 25 da. Aber wir geben es jetzt dann demnächst an den Verlag. Dann kann man es auch machen. Na, dann wird es doch bestimmt weiterhin auch available sein. Ja. Schön. Ja, liebe Melanie, mach's gut. Dann erstmal vielen, vielen Dank nochmal an dich und an alle, die uns zugehört haben. Und dann wünschen wir euch eine wunderbare Leichtigkeit in einem pulsierenden, aufgespannten Körper. Ja, gerne. Schön.